Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und einen Daumen hoch würde mich sehr freuen. Zunächst erst einmal ein Dank an alle neuen Abonnenten. Es fehlen noch 3 bis zu dem Ziel, das ich mir für dieses Jahr gesteckt habe. Die 100 Abonnenten. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. So, Badilda kehrt schon wieder mal hier. Wir haben den letzten Sommertag. Ich habe gestern noch eine Schmiede und noch ein Haus verputzt. So, Quests haben wir. Noch einen in Lesnica. Da könnten wir nochmal rüberlaufen und könnten nochmal in unser Außenlager gucken. Dass wir dort auch nochmal ein Haus verputzen. Zu essen habe ich noch was einstecken. Ich habe glaube noch Fladenbrot einstecken, jawohl. Da verputzen wir erstmal schnell eins. So, und wir laufen mal lieber nach Lesnica. Wir machen das nicht mit Kutsche, sondern wir laufen. Verlaufen wir uns noch hier in unserem Dorf. So, hier läuft wieder. Lesnica, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier müssen wir eigentlich, glaube ich, aufpassen. Erstmal einen Bogen in der Hand nehmen. Was quietscht denn hier rum? Was für ein Tier ist denn das? Die dicken, fetten Dachse sind das wohl, die so ein Krach machen. Scheint so. Wir schauen gleich mal hier vorne an der Brücke. Da liegt manchmal ein Fischerspeer. Und oben an der Kreuzung sind manchmal ein paar Banditen. Ah, seht ihr? Hier liegt es wieder. Eine Hose, ein paar Stiefel und ein Fischspeer. Wir laufen auch mal hier durch die Wiese. Nicht, dass wir den Banditen direkt in die Arme laufen, wenn welche da sein sollten. Nein, sind keine da. So, da schauen wir doch mal, was wir hier von Quest haben. Ich komme ja auf die Q-Taste jetzt hier. So, wo ist der Quest? Hier hinten. Hier, die Gisela hat einen Quest. Was hat sie denn? Ja,
Hallo, Gisela. Kann ich dir bei etwas helfen? Was gibt's denn? Ausrüstung. Kupferteile. Na, da gucken wir doch mal. Theobald Kupferpfeile hat. Hallo Theobald. You have returned. Zeig mir deine Ware. I've been a vendor since before you could walk. Mal schauen. Kupferbolzen, Kupferpfeile, hier haben wir sie doch. F 17 Stück kaufen wir dir ab. Bestätigen. Mach's gut, mein Freund. Take care. Ich verkaufe dir nachher den Rest, den ich noch einstecken habe. So, und da gucken wir gleich mal hier rüber. Das ist doch noch bestimmt. Hallo, Gisela. Ich glaube schon, hier. Danke, weit mein Seil. 5-mal Fleisch habe ich bekommen. Na ja, gut, das verkaufe ich dein Tier bald. Oder hier, der Dings. Der Gertruda. Hallo Gertruda, zeig mir deine Ware. Erstmal habe ich für dich dabei die 5-mal Fleisch von der Gisela. So. Dann habe ich die gefundene Hose für dich. Dann habe ich die gefundenen Stiefel für dich. So, dann habe ich noch den Fischerspeer, den nehme ich mit. Dann habe ich noch ein paar einfache Säckchen. Was sagst du dazu? Also noch 20 Geld. Da kriegst du noch ein paar breitblättrige Wegeriche. Alles klar. Mach's gut, Mädel. Nice, ja, ja, Mädel ist ein bisschen übertrieben, aber naja. Okay. So, Theobald. Zeig mir deine Ware. Hier verkaufe ich auch noch ein paar Säckchen. Die kannst du auch noch gebrauchen. Ich habe noch 52 einfache Säckchen für dich. Alles klar. Und jetzt habe ich da. Soll ich dir den Fischerspeer verkaufen? Nein. Aber diesen Trinkschlauch verkaufe ich dir. Ich habe genug von dem Zeug. Nein. Abbrechen, ich will keinen Bogen. 162 hat er noch. Naja, die lassen wir mal. Jetzt kann ich dir nichts mehr verkaufen. Meinen Eisenhammer, den kannst du nicht kaufen. Alles andere, alles klar. Mach's gut, mein Freund. Take care. So, und wir laufen jetzt durch den Wald in unser Außenlager. Und dort werden wir jetzt auch mal schauen, noch ein paar Kalksteine uns schnappen und werden noch ein oder zwei Häuser verputzen. Na, wo renne ich denn wieder lang? So. Was sie kriegt, wäre jetzt ja eine Standbacke vom Baba oder was? Der Mitsamir, was ist denn das für ihn? Oder ist das der Freund? How can I help you? Lass mich dich mal genauer anschauen. Naja, da ist er 14, alles klar. Die ersten Anbahnungen hier, lass mich dich mal genauer anschauen. Die ist bestimmt ab 14. Naja, bitte, wusste ich's. Das erste Techtelmechtel hier. Steiger nur gleich wieder hin und her, Freund. Na und du? Rasibor. Hallo. Hallo, Mister. Ja, ja, was bist denn du für einer? Bist 3, ja? Na ja, gut, von Cheddock und Wildruder, der Kleine. Alles klar. Mach's gut, mein Freund. So, jetzt holen wir uns Kalkstein. H-I-J-K-K, ja, Kalkstein haben wir doch schon. So, dann nehmen wir mal mit, wie viel werden wir brauchen? Ich glaube 85. Das ist ein bisschen viel. 83. Dann nehmen wir 85 mit. Das könnte fast schon reichen. So, wo haben wir jetzt? Den Hammer haben wir auf der 2. Schalten wir mal um auf Verputzen.
Da sehen wir doch gleich, was los ist. So, das machen wir. Machen wir von innen, da kommen wir doch an alles ran. So. Ja, müssen wir doch gleich geschafft haben. Ja, ja, reicht. 85 habe ich eingesteckt. Das brauchen wir noch welche hier. Da habe ich noch 3 übrig, wie ich die Sache einschätze. Also brauchen wir bis 82. Genau. Gut, jetzt holen wir uns nochmal 79 und machen das nächste Herz. Hier ist das war. Nein. 79. So, Kalkstein nochmal 79. Halt, war doch gleich hier. Kalkstein F 79 bestätigen. So, und jetzt wollen wir auch noch eins machen. Damrogger an Gotthard gehört dieses Haus. So, und für den Winter werden wir uns auch was vornehmen müssen. Jetzt haben wir ja erstmal Herbst. Da werden wir erstmal etwas Feldarbeit mitmachen, denke ich mir, dass wir da auch wieder mal ein paar Punkte uns erarbeiten. Nach dieser Folge werde ich gleich die Felder umstellen, denn der nächste Tag ist ja Herbst. Da können das die gleich den... die Felder auf Roggen vorbereiten und einsehen. So. Das ist fertig, jetzt brauchen wir hier noch. Genauso. Genauso ist es. Also brauchen wir 82 Kalkstein für ein Gebäude. Was zeigt unsere Uhr? 12.49 Uhr. Da dürften wir doch noch eigentlich noch eins dürfen wir noch schaffen. Und dann laufen wir nach Hause und schauen unten im Dorf nochmal nach dem Rechten. Na komm, nach unten. Gaga, hier war doch schon noch der Kalkstein. F. 82 bestätigen.
warten wir hier draußen noch. Das müssten ja eigentlich fast alle jetzt sein. Ich würde vielleicht sogar sagen, wir werden sehen, dass wir das andere auch noch machen. Dann sind wir hier oben ja durch. Da brauchen wir um irgendwelche Renovierungsarbeiten nicht mehr hier hoch zu flitzen. Der Weg nach Hause, der ist ja nicht so lang, dass wir da im Dunkeln ankommen oder dass wir uns verirren im Dunkeln. So, den Giebel und dann haben wir die vier Wände ringsherum noch fertig. So, fertig. Jetzt schauen wir noch mal, das wäre dieses Haus hier. Ja, das wäre dann das letzte Haus hier. Also, holen wir uns noch mal die 82 und machen das auch noch fertig. Und dann haben wir hier oben Ruhe. Kalkstein. Ein bisschen viel. Oh, jetzt haben wir es genau getroffen. Bestätigen. So. Also, das letzte Haus machen wir jetzt noch fertig. Und hier hinten ist auch alles fertig. Wie ich die Sache sehe. Genau, das ist alles fertig. Gut. So, haben wir fertig. Und jetzt gucken wir noch mal hier an die Holzfällerkiste und nehmen mal das 166 Brennholz raus. F, E, F. Und schaffen das ins Lager. Dass die zumindest, wenn unser Lager wieder halbwegs überfüllt ist, wieder Platz drin haben. Wie viel haben wir denn? 18.739. Gut, wenn wir unten sind, werden wir wieder etwas rausräumen müssen. F, E, F. Wir haben ja schon wieder 3.972 mal Brennholz.
Moment, was haben wir denn an Eisenäxte? Haben wir auch 145. Ich glaube, da können wir die Produktion auch mal langsam einstellen. Eisenbahn können wir wieder welche rausschmeißen. Alles klar, wir laufen jetzt nach unten ins Lager, in unser Dorf und werden auch gleich nochmal im Lager das Lager bereinigen, sagen wir mal so. So, den Bogen in der Hand. Links und nach rechts was? Nein, also. Auf nach Hause. Halt hier lang, wenn wir machen. Jetzt laufen wir uns wirklich hier. Die laufen auch wieder alle außen rum. Naja, gut. So, wir laufen nach unten in unser ins Unterdorf. Und dann im Herbst und Winter müssen wir hier oben Hand anlegen, damit diese Häuser auch noch verputzt werden. Hafer wird jetzt im Herbst geerntet, also da ist morgen. In der nächsten Folge ist er fertig, da können Sie den wegmachen und können Roggen drauf machen. Haben Sie überhaupt auf die Felder schon gesät? Den Roggen? Nee, noch nicht. Hier haben Sie Kohl, alles klar. Der kommt ja jetzt auch wieder im Herbst, der Kohl. So, schauen wir in unser Ressourcenlager. Und räumen mal wieder was aus. Und zwar haben wir wieder 158 Bretter. F, dann nehmen wir mal wieder 100, nehmen wir mal wieder raus. 100. Können wir sogar direkt nach hinten schaffen. Sind wir nicht mal überladen. So. Eisenäxte, wie machen sie in der Schmiede? Da schauen wir doch gleich mal. In die Schmiede. Verwaltung. Häuser. Produktion. In die Schmiede. Ich glaube, die hier machen Eisenbahn. Die haben zurzeit kein Eisenerz. Alles klar, gut. Die Schmiede. Die machen Holzhämmer, Steinspitzhacken. Die können wir da ausmachen. Was sollten wir, wollen wir mit Steinspitzhacken? Eisenspitzhacken. Wie viel haben wir da davon? Eisenäxte machen wir 30%. Da gehen wir mal runter auf 20. Oder 15 sogar. Das sind 4 Stück am Tag. Das reicht. Das reicht. Gut. Da bleibt jetzt auch wieder was übrig. Alles klar. Wir nehmen jetzt mal Eisen. Was habe ich denn hier noch für eine Bettdecke drin? Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Ah, war bestimmt eine von den Banditen, denke ich mir. So, Eisen, Armbrust,
Eisenarmbrust, Eisenarmbrust, Eisenarmbrust. Das sind die, die wir gefunden haben. Eisenäxte, 146. Eisenhacke, Eisen, wo haben wir denn die Eisenspitzhacken? 125, das war, die können wir auch nochmal ein Stück reduzieren. Das können wir auch nochmal ein Stück reduzieren. Die gehen wir auch gleich nochmal raus, nochmal in unsere Verwaltung. Gleich nochmal in die, das war glaube ich hier drin, in dieser Schmiede. Hä? In der Schmiede Nummer 3. Nee, die machen Kupferbahn. Da war es doch in der Schmiede Nummer 2. F. Eisenspitzhacken. So, auf 3% gehen wir mal runter. Genau, da bleibt auch noch ein bisschen Eisenerz, Eisenbarren wieder über. Und jetzt nehmen wir erstmal ein paar Eisenbarren hier raus. Das sind ja Kilo ohne Ende. Naja gut, 200, also ein Eisenbarren wiegt ein Kilo. Aber wir können ja mal die 200 Kilo rausnehmen. Nehmen wir mal 200 so eine Barren raus. So, bestätigen. Die wollte ich eigentlich hier drüben. Da schmeiße ich sie erstmal hierher. Eisenbahn. XEF. So, und jetzt gehen wir hier vor. So. Treffer. Gut. Dann wollten wir Brennholz. Steckchen, Steine, was haben wir denn? Brennholz, nehmen wir mal 2000 schon wieder mal raus. Wir machen doch gar nicht so viel Brennholz, Mensch. Da muss ich den muss ich der Arbeit reduzieren. In den Holzfällereien. Tätigen. I. XEF, XEF. Nee, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich bloß 2 reingeschmissen. Das wollte ich nicht. Die 2 nehmen wir uns wieder. Nee, komm. I. XEF. Jetzt, alles klar. Hau weg den Mist. So, jetzt müssen wir nochmal in die. In unsere Dienst, ne, in der Produktion schauen. Hier wurde Verwaltung. In die Produktion. Ne, das ist Gewinnung. Ah, das verwechsel ich immer irgendwie. Gewinnung. Wir haben noch 2 Holzschuppen. F. So, was machen die hier? Holzstämme, Brennholz, Bretter. Wir nehmen überall erst einmal 10% weg. Da machen sie halt plus 70%. So, hier machen wir plus 40%. So, und hier machen wir plus 5% von den Brettern. 5, so. Und wie sieht es in der anderen Holzschuppen aus? Bestimmt genauso. Ja, ja, seht ihr's? Gehen wir auch mal auf 25, 40 und 5. 25, 40 und 5. Steckchen machen wir schon gar keine. Da haben wir nämlich hier noch Steckchen 4000. So, jetzt gucken wir nochmal in unsere Kiste, was wir noch wieder rausräumen können. Bretter haben wir trotzdem schon wieder 62, Holzpfeile, Dung und Dünger, das ist wichtig. Einfache Säckchen, Eisenbarren. Mal an Steinen. Aber ich glaube, wir können Kalkstein, können wir auch was rausnehmen. Kalkstein, da gehen wir erstmal hier zur Seite, das muss hier rein, der Kalkstein. Genau. So, dann haben wir gleich mal, würde nämlich sagen, 500 nehmen wir erstmal raus. F.
Genau. 500 Kalksteine mache ich aus. Bestätigen. Wir haben doch eigentlich genügend Kalksteine hier. Ich glaube, da können wir unseren Grabungsschuppen mal sagen, dass sie gar keinen Kalkstein mehr produzieren. Ja, wir haben ja noch genügend Kalkstein hier drin rumliegen. Und so viele Häuser haben wir nicht mehr zu verputzen. Das sind 2022, hier sind 1000 Kalkstein. Also wir haben 3500 Kalkstein haben wir hier. Und dann haben wir ja noch hier drinnen noch 600. Also über 4000 Kalkstein, so viel brauchen wir nicht. Also gehen wir gleich mal in die Verwaltung wieder rein. Das ist ebenfalls die Gewinnung, Grabungsschuppen. Hier haben wir sie, F. Was machen die Brüder denn? Die machen eigentlich nur Steine, Ton und Kalkstein. Kalkstein, nehmen wir erstmal ganz raus. So, dann machen die lieber ein bisschen Ton mehr. 30%, genau. Und den Grabungsschuppen, da schauen wir auch rein. Da ist dasselbe in grün. Also, Kalkstein vollkommen raus erstmal. Da haben sie halt weniger zu tun. Das mit dem Ton, das annehmen wir, machen wir noch. Da können die noch ein bisschen Tonbewurf machen. Brauchen wir eigentlich auch nicht so viel. Nee, lassen wir auch. Wir gehen wieder auf 25 runter. Also in den Grabungsschuppen gehen wir auch wieder auf 25 runter. Wir müssen die Produktion überall reduzieren. Die haben nur alle eine Effektivität von 10. Oder Erfahrung. Na gut, hier ist es gerade mal 10 und 7, okay. Aber das reicht, wenn wir das so machen. Wir haben Materialien im Überfluss. Und wenn irgendwas in der Kiste alle wird, haben wir in weiten Kisten, wir haben genug ausgelagert. So. Raus hier. Alles klar, was können wir denn noch rausnehmen hier? Brennholz hatte ich ja gesagt, das habe ich ja schon rausgenommen. Jetzt sind wir wieder bei 17.000. Also, was haben wir noch? Federn. Federn. Das machen wir mit dem, so viel Pfeile produzieren wir ja gar nicht. Das können wir verkaufen. Das bringt zwar nicht viel, aber wir werden gleich mal ein paar mitnehmen. F. So, 4000. Oder mal gehen wir hier runter. 3800. 3981. Da sind wir gleich mal auf 4000. Die nehmen wir mit. Alles klar, bestätigen, sind 40 Kilo. Die nehmen wir jetzt, wenn wir im Herbst losziehen und Zeug verkaufen, nehmen wir die mit. So, was haben wir noch drin, was wir rausschmeißen können? Eisenmesser, das ist eigentlich okay. Eisensensen, da müssen wir sogar, Eisensensen müssen wir mal ein bisschen was zulegen. Also, da wir müssen das wirklich nochmal hier in I raus. I in die Verwaltung. Also, die Gewinnung machen wir zu. Das ist die Produktion wieder. Da gehen wir in die Schmiede rein hier. F. So, die machen Holzhämmer, brauchen wir eigentlich auch nicht so viel. Haben wir doch auch welche drin. So, ich denke, für was brauchen wir überhaupt eigentlich Holzhämmer? Weiß ich auch nicht so richtig. Braucht die der Schmied zum Arbeiten? Ich weiß es jetzt nicht. So, wir wollten Eisensensen.
Wo sind sie? Eisenhacke, Hammer, Eisenmesser, Eisenschaufel. Eisenhammer brauchen wir auch keine. Eisensensen, hier. Wir haben so viel freie Spitzen. Dann gehen wir mal kurz auf 10% hoch. Und dann machen die 2 Stück am Tag. Und das müsste eigentlich reichen. So, alles klar, meine Freunde. Jetzt haben wir wieder einiges hier hin und her. Es ist immer noch helllichter Tag. Ihr wisst, was ich mache. Ich werde jetzt noch 1 oder 2 Häuser verputzen. Genau, und vor allem die Felder muss ich umstellen. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann wieder mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Das sehen wir uns im Herbst wieder. Bis dahin habe ich die Felder umgestellt. Vielleicht muss ich auch noch 1 oder 2 Häuser verputzen. Wie spät haben wir es denn? Wir haben 17:43. Ein Haus wird es bestimmt noch. Alles klar, meine Freunde. Dann sage ich wieder mal tschüss, bis zur nächsten Folge.